Eigentlich sollte Chris Roberts Echtzeitstrategiespiel Conquest ja bei seiner eigenen Firma Digital Anvil erscheinen. Nach deren Aufkauf durch Microsoft nimmt sich jetzt Feverpitch im Auftrag von Ubisoft des Titels an. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen wie so oft Aliens und Menschen, die im Weltraum feindlich aufeinandertreffen. In 15 Kampagnen bauen sie Basen, sammeln Rohstoffe und fechten natürlich jede Menge Weltraumschlachten aus. Am Anfang jeder Mission steht der Bau einer Basis. Die können Sie sich dank der 3D-Engine von Conquest von allen Seiten betrachten. Das eigentliche Schlachtfeld bleibt allerdings flach. Die Schiffe können nicht, wie zum Beispiel in Homeworld, nach oben oder unten fliegen. Corvette complete. In der Raffinerie wird gerade ein Ernter montiert. Der sammelt später Erz und Gas, die beiden Rohstoffe in Conquest. Inzwischen haben wir schon eine stattliche Flotte aufgebaut. Die nimmt übrigens automatisch Formation ein. Die kleinen Korvetten sammeln sich um die großen Raketenkreuzer. Und jetzt geht es ab durchs Wurmloch in einen neuen Sektor, wo wir die Aliens vermuten. Awaiting your command. Yes, sir. Und richtig. Hier wartet nicht nur ein neuer Planet auf seine Besiedlung, sondern auch ein paar Schiffe der Außerirdischen auf ihre Abreibung. Die kleinen blauen Zahlen neben unseren Schiffen geben den Ladezustand der Kanonen an. Sinkt die auf Null, bleibt nur die Rückkehr zu einer Versorgungsbasis. Awaiting your command. Fire when ready. The enemy is in our sights. Auf dem eroberten Planeten errichten wir gleich eine solche Versorgungsbasis. Das erspart unserer Flotte lästige Sprünge durchs Wurmloch, zurück zum Heimatplaneten. Damit es nicht mitten in der Raumschlacht zu peinlicher Munitionsknappheit kommt, stellen wir unserer Flotte noch zwei Versorgungsschiffe zur Seite. Die sind allerdings sehr langsam und haben nur einen begrenzten Vorrat an Bord. Beim Sprung aus dem Wurmloch warten auch schon die Aliens. Für unsere schweren Raketenkreuzer sollte das aber kein Problem sein. Shipyard, Mantis, lose it. Endlich haben wir die Werft der Aliens ausfindig gemacht. Deren Zerstörung dürfte den Nachschub für einige Zeit stoppen. On our way. Yes, sir.